Was ist die größte Stärke von Erik und was seine größte Schwäche? Dass er eine emotionale Dampframme mit Gefühlshemmung ist? Zitat Anne. Soll ich das jetzt beantworten oder sollte das die Annette beantworten? Die Frage ist, ob er nochmal die Frage in der Antwort wiederholen soll. Das wäre meine Frage. Herr Herbst, was ist die größte Stärke von Erik und was ist seine größte Schwäche? Ja, emotionale Dampframme, stimmt. Die Anne nennt den Erik so. Aber da würde ich mal sagen, das sagt genau die Richtige. Also die benimmt sich nämlich selber auch wie eine solche. Ist doch so. Selbige, eine solche. Das Weil wir reden ja gerade nicht in Figuren, sondern wir reden gerade über unsere Figuren. Du und redest an deiner Figur vorbei, mein auch Lieber. Auch das. Und dann nehmen sich, glaube ich, die beiden wirklich nicht allzu viel. Also Kommunikation ist bei denen jetzt nicht gerade die größte und beste Disziplin. Deshalb gehen sie ja auch zu einem Gesprächs- oder Partnertherapeuten, der denen diesbezüglich ein bisschen auf die Sprünge helfen soll. Also irgendwie liegt den beiden ja aneinander, weil sonst würden sie diesen Therapieschritt ja nicht wagen. Da sind sie ja selber dann auch in der einen oder anderen Sitzung erstaunt. Ja stimmt, haben wir das noch gar nicht gesehen. Anscheinend liegt es ja aneinander, aber wir versuchen ja hier eigentlich gerade so einen Rettungsballon zu professionell zu trennen. Ja, oder uns professionell retten zu lassen, wie auch immer, mit den nötigen therapeutischen Hilfen. Also so sehr emotionale Dampframme, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, oder so unempathisch kann er nicht sein, wenn selbst er als Mann diesen Schritt wagt in Richtung Therapie. Weil die allermeisten Männer, wobei, erklären wir den Unterschied, sind ja eigentlich therapieresistent. Meistens geht das ja von den Frauen aus. Dann lass uns sagen, nee, gehe ich nicht hin, kriege ich keine 10 Pferde. Macht Erik aber. Jetzt wollen wir mal über die Anne sprechen. Ich mache das natürlich nicht. Gibt es da auch eine Frage zu Anne? Es gibt dieselbe Frage für Anne zu beantworten durch Frau Frier. Ich würde gerne die Stärken von der Anne sprechen. Was ist Annes größte Stärke? Anne Merz. Ich finde, die ist erstmal eine tolle Frau. Die ist ein bisschen aufbrausend. Die ist in einer echten Krise. Also die ist in einer echten Lebensmittelkrise. Und dafür schlägt sie sich ganz tapfer, finde ich. Und die ist erstmal mit grundsätzlich einigermaßen gesund, mit Empathie und so weiter ausgestattet. Aber durch diese aktuelle Lebenssituation, in der die beiden und wir das Glück haben, diese Entscheidung spielen zu dürfen, bleiben wir ein Paar oder nicht, ist sie natürlich enorm herausgefordert und es unterlaufen ihr sehr viele Fehler, auch in der Kommunikation, ja. Zum Beispiel, die greift gerne mal auch in den Topf der Schimpfwörter, stimmt's? Ja, also Schimpfwörter habe ich aber ehrlich gesagt, also da möchte ich jetzt mal ein privates Statement sagen, also Schimpfwörter ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache. Also ich pflege zum Beispiel zu Hause, meine Kinder wissen, zu Hause dürfen sie alle möglichen Schimpfwörter benutzen, aber im Kindergarten, Schule, im Klavierunterricht natürlich nicht. Können die das trennen? Ja, das haben wir so eingerichtet. Oder im Auto, wenn man durch eine Waschanlage fährt, da wird geschimpft. Da machen wir die schlimmsten Wörter der Welt. Weil aber man wird hier gewaschen parallel. Genau, genau. Zurück zur Frage. Wie war die nochmal? Warum ging das nochmal? Was sind Annes größte Stärken? Und wir können mal gleich weiterfassen, ihre größten Schwächen. Ja, das glaube ich gerade, wir haben das so ein bisschen zusammen. Ich glaube wirklich, das ist eine synergetische Geschichte. Die beiden sind in der großen Schwäche, dass die sehr angreifbar sind in dieser Beziehung. Also die haben schon eine schlechte Nerven Zeit. Nerven liegen blank. Und alles falsch auch, was der jeweils andere sagt, ist alles falsch. Ja, sag ich doch. So. Und es ist wirklich leichter, du den anderen nicht dafür, den Kopf schütteln, wie im wenn ich echten, nur den Mund aufmache. Alles, was man tut, wie im echten Leben, das so, doch. Dass natürlich lieber er daran schuld hat. Also ich kenne das aus ihrer Beziehung. Ich kenne das aus der Beziehung. Also aus ihrer Beziehung kenne ich das. Nicht. Wie war die Frage?